Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Authentisch Männlich. Heute beantworten wir eine Frage, die uns bei TikTok gestellt wurde, nämlich: Was macht ihr eigentlich, wenn euch eine Frau einen Korb gibt? Und die Antwort ist relativ einfach. Schönen Tag wünschen und umdrehen und gehen. Das alles. Und das Wichtige für euch, und ich glaube, das ist auch das Wichtige, um diese Frage zu beantworten, ist nicht das, sag ich mal, das, wie man reagiert, sondern wie man selbst damit umgeht. Weil dann fragt man sich, oh, warum habe ich jetzt den Korb bekommen? Ich fühle mich jetzt schlecht und das lag bestimmt daran. Und dann analysiert man das ohne Ende und man ist da am Overthinken. Man denkt da so viel drüber nach und macht sich so viele Gedanken. Und im Endeffekt ist eigentlich nur eine einzige Sache wichtig. Du hast eine Sache rausgefunden. Nämlich, sie ist nicht die richtige für dich. Fertig. So, dass sie kein Interesse hat, ist vollkommen legitim, weil es gibt auch definitiv Frauen, an denen du kein Interesse hast. Und das ist auch wichtig. Und für dich ist es wichtig, das Ganze nicht zu sehen wie eine Niederlage, weil du bist hingegangen. Du hast etwas gemacht. Du hast deinen Mann gestanden und darauf kommt es an. Das ist das, was 95% der Männer sich nicht trauen. Und du glaubst es vielleicht nicht, aber Sebastian und ich und Ryan und wer auch immer, wir alle bekommen Körbe. Körbe in, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ab und zu gibt es eben Frauen, die kein Interesse an uns haben. Und ich meine, wie egoistisch wäre das auch zu glauben, zu sagen, oh, ich will, dass jede Interesse an mir hat. Das ist überhaupt gar nicht das Ziel. Das ist schon das falsche Ziel. Ganz wichtig ist, dass du mit dem richtigen Ziel dahin gehst. Und das Ziel ist, ich möchte gucken, ob sie was für mich ist. Wenn sie kein Interesse hat, ist das offensichtlich nicht der Fall, weil sie ist nichts für dich. Sie kann gar nichts für dich sein, weil sie dich nicht interessant findet. Und gleichermaßen solltest du aber auch hingehen und gucken, finde ich sie überhaupt gut? Weil es kann auch sein, dass sie dich wahnsinnig gut findet, aber du merkst, oh, das ist irgendwie nicht das Richtige. Irgendwie stimmt das hier gerade nicht. Und dann sagst du, ey, ich wünsche dir noch einen geilen Tag und dann gehst du. Das ist das, wovor so viele Männer Angst haben. So viele Männer versuchen immer die Nummer zu bekommen, weil eine Nummer kann ja nicht schaden. Nein, du sendest dir selbst schon ein negatives Signal. Weil du musst aufpassen, dass du deine Energie nicht verschwendest. Wenn du weißt, dass du sie gar nicht so interessant findest, dann denk nicht, oh, ich nehme lieber eine, die ich nicht so gut finde, als keine. So. Nein, du solltest lieber keine nehmen und warten, bis du eine findest, die du richtig gut findest. Und das ist der Punkt. Wenn du beginnst, wählerisch zu sein, dann fängt der Erfolg mit Frauen erst richtig an. Weil dann merken die, okay, shit, der nimmt nicht jede, die nicht bei 3 auf dem Baum ist, sondern der hat einen Typ und der bleibt dem treu. Und das ist das Wichtige. Das ist das. Davon bekommst du eine Ausstrahlung, die wirklich einen Unterschied macht. Was bist du für ein Mann, wenn du jede nehmen würdest? Du hast doch einen Standard und du willst doch wirklich geile Beziehungen haben. Du willst doch nicht einfach sowas 0815-mäßiges haben. Du willst glücklich sein. Du willst doch nicht dich mit weniger zufrieden geben hier im Leben. Guck mal, wir haben nur 80 Jahre auf diesem Planeten. Dann wollen wir auch das machen hier in dieser Zeit, was wir wirklich tun wollen und nicht das, worauf wir so Semi-Lust haben. Wichtig ist auch, dass du nicht so auf dieses Endergebnis aus bist. Weil das ist ein Fehler, den ich in meinem Leben schon so häufig gemacht habe. Sei es im Business, sei es mit Frauen, sei es in jedem Bereich. Frauen ansprechen ist, solltest du mehr wie einen Tanz sehen. Du solltest das sehen wie etwas, wo du nicht auf das Endergebnis aus bist, sondern wo du den Moment genießt, wo du einfach nur genießt, da zu sein. Deswegen ist es scheißegal, ob ihr am Ende Telefonnummern austauscht, ob ihr auf ein Date geht, ob ihr später heiratet, ob ihr später euch nie wieder seht. Du bist da, um Spaß zu haben und dann hast du auch eine geile Ausstrahlung. Weil du wirst definitiv keine geile Ausstrahlung haben, wenn du hingehst und sagst, ich will ihre Nummer, ich will ihre Nummer, ich will ihre Nummer. Du wartest nur darauf, auf den Moment, lass uns Nummern austauschen. Das ist so wie so ein hungriger Jagdhund, der so ganz auf eine ganz komische Art und Weise jemandem hinterherläuft. Wenn du aber da hingehst und einfach nur Spaß haben möchtest, so, dann nehmen dich die Leute ganz, ganz anders wahr. Und das kennst du auch. Du kennst Leute, die von dir etwas wollen. Stell dir mal vor, du wirst von jemandem von der Spendenorganisation angesprochen. So, du merkst, dass die einen Hintergedanken haben und das fühlt sich absolut komisch an. Deshalb, sei nicht einer von diesen Männern, sondern sei einer von diesen Männern, die einfach den Moment genießen. Das kannst du auch mit einer Frau, die einen Freund hat. Das kannst du auch mit einer Frau, die sagt, ich habe kein Interesse. Du kannst auch trotzdem mit der Spaß haben. Dann sagst du, ey, ich wünsche dir noch einen geilen Tag. Das war eine coole Interaktion, das hat mir Spaß gemacht. Und ciao. Alles klar, ich hoffe, dass du was aus diesem Video mitnehmen konntest. Teil dieses Video gerne mit deinen Kumpels. Und wenn du gerne lernen möchtest, wie du auch das machen kannst, wie du auch eben auf Frauen zugehen kannst, Frauen kennenlernen kannst und dadurch eben auch die richtige für dich findest, dann schau jetzt mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link. Da kannst du dich für ein persönliches Gespräch mit Sebastian oder mir bewerben. Und dann werden wir eben herausfinden, was deine nächsten Schritte sind, die du gehen solltest, dass du bald die richtige an deiner Seite hast. Alles klar, ich wünsche dir was. Ciao.